Ja, hallo und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Wir sind heute im Rheingau mit Audi. Ja, und die Ingolstädter, die haben was zu feiern, denn sie haben feierlich das Tuch vom neuen S7 Sportback gezogen. Und mein Job ist es, euch heute zu erklären, was dieses Auto drauf hat. Und vielleicht so viel vorweg, überraschend, da drin ist jetzt ein 3 Liter V6 Dieselmotor, relativ spannend, der hat 349 PS und 700 Newtonmeter maximales Drehmoment. Und eine andere Seite von meinem Job ist, euch zu erklären, warum dieser Motor perfekt zu diesem Auto passt, warum der modern ist. Und wir werden uns das Auto ein bisschen außen anschauen, ein bisschen drüber sprechen, warum das Außen so schön aussieht, beziehungsweise wie es sich vom Stangen A6 unterscheidet. Wir werden uns reinsetzen, vorne die Technik betrachten, auf die Rückbank den Kofferraum. Wir werden ein Stück zusammen fahren, denn darum geht es ja bei so einem Sportmodell. Und ich werde es probieren, in seinem Wettbewerbsumfeld einzuordnen, wo ja auch eine ganze Menge drin rumfährt. Ja, eben alles machen, was so ein Review aus meiner Sicht rund macht. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt gerne dran. Und auch übrigens über meinem dicken Bauch seht ihr, wo ihr uns überall findet, nämlich auf Instagram, Facebook, YouTube. Abonniert am besten alles, damit ich mir auch mal irgendwann vielleicht so ein Auto leisten kann. Und dann geht's jetzt auch los. Viel Spaß beim Review. Ja, ich stehe im Profil von unserem S7 und das ist für mich die Gelegenheit, euch so ein bisschen zu erklären, wo kommt das Auto eigentlich her, wo will es hin, es in seinem Wettbewerbsumfeld einzuordnen, denn in dem Luxusteich schwimmen ja auch noch ein paar andere Modelle. Ja, erstmal gibt es eben den A7 seit 2010, A7 C7 hieß diese Generation. Damals gab es dann natürlich auch schon eine S-Version von dem Auto mit 420 PS. Zum Facelift 2014 hat die dann 450 PS bekommen. Und ganz spannend war, ja, das war ein V8 Biturbo mit eben so viel PS und die Zeiten des V8 Biturbos eben auch im RS-Modell mit 560 PS, die scheinen bei Audi vorbei zu sein, denn jetzt haben wir hier einen 3 Liter Dieselmotor drin mit 6 Zylindern und ihr werdet euch fragen, Mensch, so eine Scheiße, passt das zum Auto? Mein Job ist es, euch heute zu erklären, warum das perfekt zum Auto passt und was Audi sich einfallen lassen hat, um diesen Motor wirklich sauber, modern und verbrauchsarm zu machen. Ja, aber da müssen wir so ein bisschen um die anderen Modelle sprechen, die so im Segment noch sind. Es gibt natürlich den Porsche Panamera. Porsche gehört zwar zum gleichen Konzern, hat aber ein ganz anderes Konzept. Da gibt es keine Diesel mehr, da gibt es Hybride. Wir haben den Mercedes CLS, wir haben den 6er GT und es gibt noch ein paar andere Modelle. Aber hier steht eben der S7 und neben dynamischen Fahrleistungen will der natürlich mit einem betörenden Äußeren überzeugen. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, was dieses Modell hier ausmacht in seiner Optik. Ja, da steht unsere weiße Schönheit in den Weinbergen. Zu eurer Information, Gletscherweiß Metallic heißt diese Farbe. Und vielleicht so viel vorweg. Ich finde dieses Auto, naja, vereint irgendwie Eleganz mit Sportlichkeit und Dynamik ganz gut. Und da gibt es irgendwie nicht so viele Modelle auf dem Markt, deshalb gefällt es mir so gut. Aber es ist natürlich eher mein Job, euch zu erklären, wie unterscheidet sich denn optisch der S7 von der S-Line auf dem A7? Und das sind gar nicht so viele Elemente, aber die, die es machen, ja, die haben es in sich. Erstmal haben wir hier eben die Blackline drauf. Das bedeutet, der ganze Single Frame ist schwarz. Das macht es schwieriger, es zu erklären, aber ist okay. Wir haben hier solche Doppelstreben drauf. Die sind jetzt hier schwarz. Das ist ein Unterschiedsmerkmal. Die wären jetzt ohne Blackline in so einem, naja, in so einem Chromton zweifarbig und die Umrandung vom Single Frame wäre in so einem matten Schwarz. Ja, und dann haben wir hier unten natürlich den Stoßfänger mit großen Lufteinlässen. Der Stoßfänger, das ist natürlich der, der so ein bisschen ähnlich ist zur S-Line, aber der ist doch ein bisschen anders, hat größere Lufteinlässe hier, hat eine schwarze Lippe mit der S-Line hier unten und macht dieses Auto von vorne schon richtig dynamisch. So, dann haben wir hier LED-Matrix-Laserlicht, dafür ist Audi bekannt, ist optional, LED-Licht ist serienmäßig. Ja, das ist schon ganz gut und jetzt schauen wir uns einfach mal das Profil an. Erstmal sehen wir hier etwas ausgestelltere Radhäuser. Das gibt so einen festeren Stand, macht das Auto noch dynamischer. Und dann haben wir hier unten 21 Zoll Felgen. Unglaublich, serienmäßig sind 20 Zöller, die sind optional. Und hier drin ist, werdet ihr als aufmerksame Beobachter sehen, eine Keramikbremsanlage. Unglaublich, die ist teuer, die ist richtig gut. Aber auch serienmäßig haben wir vorne 40 mm
Durchmesser, 400 mm Durchmesser Bremsscheiben drauf. Die Keramikbremse ist dann wirklich schon was für Freaks, da könnt ihr vielleicht wirklich dran sparen. Ja, und dann will ich euch vielleicht ein bisschen was zum Antriebskonzept sagen. Ist ein Quattro, das heißt 60% der Kraftverteilung ist normalerweise hinten, 40 vorne. Wir bekommen bis zu 85% nach hinten, 70 nach vorne. Dafür sorgt ein Mitteldifferenzial zwischen den Achsen und wir können ein Sportdifferenzial für hinten wählen, was dann nochmal radselektiver für mehr Grip sorgt. Ja, und dann steht der S7 natürlich serienmäßig auf dem Sportfahrwerk. Das ist 10 mm tiefer, ist ein adaptives Fahrwerk. Wir können auch ein Luftfahrwerk haben. Und wir haben hier drin eine Allradlenkung, das heißt die Hinterachse lenkt mit, dazu später mehr. Ja, und dann interessiert ihr euch natürlich brennend für die exklusiven Details am Auto. Natürlich kennt ihr von den S-Modellen silberne Spiegelklappen. Die kann man aber auch bei der Blackline in schwarz nehmen. Passt, finde ich, fast ein bisschen besser. Dann seht ihr Blackline, schwarze Fensterumrandung, hinten abgedunkelte Scheiben. Ja, Fließheck hier, wieder abgedunkelte Scheiben. Das ist schon ganz schön, aber natürlich sehr viel passiert an der... Am Heck hier, schaut es euch an, das erinnert mich irgendwie immer so ein bisschen an eine Yacht, dieses durchgängige Lichtband, die klare Abrisskante hier oben. Hier vorne steht wie hinten wieder S7, ist halt sehr schön, dezentes Element, dass man sieht, Sportmodell hier, ja, und der ganze Stoßfänger hier hinten unterscheidet sich halt ein bisschen. Wir haben hier einen großen Diffusor und wir haben 4 Auspuffendrohre, aber ihr werdet sagen, Mensch, Jan, da kommt nichts raus, die sind kalt, stimmt, der Abgas wird nach unten abgeleitet, dahinter versteckt sich dann der SCR-Cut zum Beispiel, der Klappenauspuff oder auch der Soundgenerator für einen tollen Ton, denn dieses Auto hat hier wirklich einen betörenden Sound für einen Diesel, das ist schon unglaublich. Das war es so ein bisschen zur Optik, da wollte ich ein bisschen so Design mit Technik verbinden, ich hoffe es hat euch getaugt, aber jetzt schauen wir uns einfach mal den Kofferraum an. Schön ist natürlich die weit aufschwingende Heckklappe und das riesige Kofferraumvolumen von 525 bis 1380 Liter, wenn ich die Rückbank umklappe. Ja, und wenn man dann mal reinguckt, wir haben hier so einen doppelten Ladeboden, schönes Gepäcknetz zur Ladesicherung. Hier oben auch nochmal ein Element zur Ladesicherung. Das ist schon ein ganz guter Kofferraum und ich werde euch jetzt einfach mal zeigen, wie man die Rückbank umklappt und wie groß dann hier das Volumen ist. Ja, jetzt bin ich hier auf der Rückbank und das gehört natürlich auch zu so einem Review dazu. Dann schaut mal an, ich stehe mit dem Kopf an der Decke an. Das ist natürlich einfach der Dachform geschuldet. Ja, und dann seht ihr aber gleichzeitig, dass ich halt wahnsinnig viel Platz für meine Knie habe, was Cooles. Und was ihr natürlich noch seht, ist, dass wir hier eine unglaublich tolle Verarbeitungsqualität hier drin haben, was dieses Leder angeht, was die felsgrauen Ziernähte hier hinten angeht, was zum Beispiel auch den Sitz da vorne angeht, mit integrierter Kopfstütze. Dann haben wir hier in der Mittelkonsole eben auch noch eine Sitzheizung hinten. Nobel, nobel, eine eigene Zwei-Zonen-Lüftung hinten, 2 USB-Stecker hier hinten. Das ist dann schon richtig gut. Und hier können wir bequem den Arm drauflegen, haben hier dann noch so einen Getränkehalter, der schön einfach auffährt. Das ist schon sehr groß, was Audi macht. Aber jetzt schauen wir uns einfach mal an, was vorne passiert. Ja, wir sind im Innenraum und das ist für mich natürlich die Gelegenheit, euch zu zeigen, was macht Audi eigentlich aus, auch wenn ich keine Werbung machen will und wie unterscheidet sich hier eben der Innenraum beim S7 vom A7. Und das ist gar nicht so sonderlich viel. Erstmal deutliches Erkennungsmerkmal sind die S-Sportsitze hier mit integrierter Kopfstütze, mit integrierten Schulterstützen hier, die geben tollen Seitenhalt, sind gleichzeitig ja, natürlich auch richtig bequem, haben hier diese Ziernaht in Felsgrau drin. Durch dieses ganze Auto zieht sich dieses Felsgrau, die Ziernaht, was Tolles. Wir haben hier ein Dekor, was so ein gebürstetes Alu ist. Da gibt es auch so ein offenporiges Eschenholz auch noch zur Wahl. Haben hier vorne nochmal die Ziernaht drauf. Ja, und haben hier ein S-Sportlenkrad mit perforiertem Leder in den Griffflächen, was Schönes. Wir haben Einstiegsleisten in S-Line. Ja, und das ist es dann im Wesentlichen schon. Hier, der Start-Stopp-Knopf hat auch noch so eine rote Umrandung. Und jetzt sprechen wir dann gleich um die Technik hier drin. Das ist das Virtual Cockpit hier drin. Das ist richtig cool. Das hat auch so eine besondere S-Line, ein besonderes S-Line-Design hier.
Und ja, dann wenn man hier diesen View verstellt, also die Ansicht, dann hat man so einen Rahmen eben, der dann im Dynamic-Modus mit der roten Umrahmung den Drehzahlmesser in den Fokus rückt. Was cool ist, wir können hier eben diese Tuben klein und groß machen und können dann dieses Element dazwischen bestücken, entweder mit der Karte vom Navi, mit wichtigen Anzeigen, mit dem Radio, mit dem Telefon, was auch immer wir wollen. Das ist schon ein sehr, sehr cooles System. Wir haben hier übrigens auch Schaltpedal an der Seite. Hier steht schön drauf S-Line. Und das hier ist das MMI Navigation Plus System. Zwei Ebenen hier, wurde schon viel besprochen, ist im A8 drin, ist im A7 drin, tolles System. Hier unten ist eben alles für die Klima und hier oben ist eben der Hauptbereich hier mit einem Home-Knopf, mit flexiblen Kacheln hier. Können wir das schön machen. Wir haben hier ein Radio, Media, das Telefon können wir hier schön ansteuern und hier eben nochmal die Karte drauf. Also was das Thema Infotainment angeht, sind wir hier drin rundum bestückt und eben auch was die Rückfahrkamera angeht, 360 Grad Kamerasystem hier, können wir dann die einzelnen Zonen anwählen, von oben eine Draufsicht, richtig gut. Und hier haben wir dann eben alles für die Sicherheitssysteme, da haben wir einen Abstandsregel, Tempomat, Spurhalteassistenten, City-Notbremsassistenten, Totenwinkelwarner. Ich glaube, 36 Assistenten gibt es optional oder serienmäßig teilweise in diesem Auto, also wirklich eine Menge. 4 Zonen, Klimaautomatik. Aber dann gibt es natürlich auch noch so ganz analoge Dinge in so einem Auto, wie Ablagefächer. Da haben wir einmal hier einen Cupholder für 2 Becher. Wir haben hier noch eine Armauflage, wo wir schön eben induktive Ladefläche fürs Handy drin haben. Sehr, sehr praktisch. 2 USB-Stecker auch noch hier drin. Wir haben hier vorne ein Handschuhfach. Wir haben noch ein bisschen Platz in den Türen. Ja, und das ist dann halt wirklich schon sehr gut. Ich fühle mich hier vorne sehr wohl, habe noch so Alcantara in den Türflächen, habe elektrisch verstellbare Sitze. Und wenn ich beschreiben sollte, was Audi ausmacht und was den Erfolg der Ingolstädter ausmacht, dann ist es eine Sache, nämlich wir haben eine tolle Verarbeitungsqualität hier drin, wirklich wertige Materialien. Das kann kaum einer so gut wie Audi. Hier steht es auch nochmal schön drauf, Quattro, alles durchdesignt ohne Ende. Und wir haben halt einen sehr modernen Innenraum mit Technik und Konnektivität um Apple CarPlay, Android Auto, ein virtuelles Cockpit hier drin, ja, was die anderen eben nicht so gut können. Und das ist dann schon sehr viel. Aber jetzt beschäftigen wir uns mal damit, wie sich dieses Auto fährt. Ja, kommen wir zum Herzstück unseres S7s und der Abteilung, vor der ich am meisten Bubble hatte bei diesem Video, weil jetzt wird es ein bisschen technisch, aber das kann auch ganz interessant sein für euch. Wo früher hier unter der Motorhaube ein 8-Zylinder Benziner gelebt hat, da ist jetzt, ja, ein Diesel, ein V6 Turbo Diesel. Und mein Job ist es, euch zu erklären, warum dieser Diesel perfekt zum Auto passt. Ich mache keine Werbung für Audi, sondern wenn ihr meine Reviews schaut, wisst ihr, dass ich riesen Diesel-Fan bin. Ja, vielleicht erstmal die reinen, nackten technischen Daten von diesem Auto. Das Auto wiegt ohne mich 2 Tonnen, mit mir 2,1 Tonnen und beschleunigt in 5,1 Sekunden auf 100, hat 349 PS und, das ist die wichtige Zahl, 700 Newtonmeter maximales Drehmoment, ist bei 250 km/h elektrisch abgeregelt und wir haben einen Normverbrauch, der mit 6,5 Liter angegeben ist. Das sagt ihr, wie geht denn das bei so einem Schiff? Und vor allem, wie geht der gute Beschleunigungswert? Wie kommt der zustande? So, das erkläre ich euch jetzt, ist nicht ganz einfach. Wir haben hier bei diesem V6-Motor normalerweise turbinengetriebene Turbolader drin. Audi hat sich aber was einfallen lassen, nämlich einen elektrisch angetriebenen Verdichter. Das ist quasi ein Elektromotor, der 0,25 Sekunden mit 70.000 Umdrehungen dafür sorgt, dass wir eben das maximale Drehmoment, das sind zwischen 2.100 und 3.500 Umdrehungen mit 700 Newtonmeter maximalem Drehmoment anliegt, unterstützt. Und dadurch haben wir eben kein Turboloch und dieses Auto beschleunigt mit Hilfe vom Quattro und der 8-Gang Tiptronic eben relativ stufenlos ohne Turboloch bis 250 durch. Das ist das, was eben zur Effizienz beiträgt und eben zum Performance von diesem Auto. Dann haben wir aber natürlich noch hier drin eine Mildhybridisierung, die sich aus dem 48 Volt Bordnetz speist. Das ist eine 10 Ampere Lithium-Ionen-Batterie,
die sich wiederum durch Rekuperation beim Bremsen bis maximal 8 Kilowatt wieder aufladen lässt. Was bedeutet das? Dieses System unterstützt uns dann elektrisch beim Anfahren, lässt uns segeln in diesem Auto und soll dann bis zu 0,4 Liter auf 100 Kilometer Benzin einsparen können. Ist ein relativ kostengünstiges System, das aber sehr viel bringt. Was will ich euch sagen? In Verbindung mit einem Dieselpartikelfilter und einem SCR-Cut hier drin, AdBlue da hinten Tank, seht ihr dann schön, das zeige ich euch als Schnittbild, haben wir dann eben Euro 6D Tempmotor, ich habe ihn mit 7,2 Liter gefahren, aber in 5,1 Sekunden auf 100 beschleunigt, modernes, was will man mehr? Da kann kein Benziner mehr mithalten, weil die haben viel höhere Verbräuche. Das ist die Zukunft aus meiner Sicht, aber ja, das sage ich ja schon lange. Aber jetzt kommen wir zum Fahren, denn ich kann es euch, glaube ich, viel besser erklären, wenn wir einfach mal ein Stück zusammenfahren. Ja, los geht's. Hier ist der Schlüssel, da steht es schön drauf. Wir haben 349 PS, 700 Newtonmeter maximales Drehmoment. Das ist ein Quattro, also ein Allrad, 60-40, 78-70 Kraftverteilung. Je nachdem, wie viel Grip, bekommen wir dann so viel nach hinten und nach vorne normales, 60-40. Ja, und das ist ein sehr, sehr tolles Auto mit sehr modernen Sicherheitssystemen. Hier haben wir die Allradlenkung übrigens drin. Wir haben kein Luftfahrwerk hier drin, sondern das normale Sportfahrwerk, das auch adaptiv ist, aber 10 mm tiefer steht. Ja, und das ist es im Wesentlichen. Ich fahre jetzt einfach mal los. Vielleicht erstmal zum Erklären, so diese Allradlenkung. Was macht die? Klar, bis 60 km/h ist es so, da lenkt sie entgegengesetzt der Richtung der Vorderachse. Das sorgt für einen, glaube ich, einen Meter besseren Wendekreis. Und wenn wir dann schneller fahren, ist es so, dann lenkt sie in die gleiche Richtung wie die Vorderachse. Das sorgt für eine höhere Spurstabilität. Und das merken wir hier sehr schön in den Weinbergen, wenn man hier rumfährt. Ja, und dann haben wir den Drive Select Schalter. Was macht der? Der stellt je nachdem, ob wir von Sport bis komfortabel fahren, die Kennlinie der Lenkung ein bisschen ein. Die wird dann von direkter oder indirekter, die Gasannahme, die Schaltzeiten, der 8-Gang Tiptronic hier drin, stellt das ein bisschen ein, eben den Dämpfungskomfort und die Steuerung der Klappenauspuffanlage, was Schönes. So, aber jetzt ist es natürlich ein Sportmodell und wir stellen einfach mal in Dynamic. Was passiert jetzt? Klar, wir haben ein bisschen härtere Federn. Wir sind direkter am Gas und jetzt gebe ich einfach mal Gas hier drin. Ja, und das ist schon krass, denn jetzt merkt man so, ey, wir sind einfach in 5,1 Sekunden auf Tempo 100. Und das ist dann für so ein Diesel mit einem Auto, was etwa 2 Tonnen wiegt, schon echt richtig gut hier. Wir haben natürlich, habe es euch gesagt, diese Mild-Hybridisierung und wir haben den elektrischen Verdichter hier drin. Der sorgt dafür, unter anderem beide Systeme, dass wir halt richtig guten Vortrieb haben, kaum Turboloch zu spüren hier drin. Und sorgt dafür, dass wir einen Normverbrauch von 6,5 Liter haben. Ich habe natürlich 7,3, 7,4 gebraucht. Wenn man richtig schnell fährt, kommt man auch an die 9 Liter auf der Autobahn. Aber sehr viel mehr geht nicht. Und das wird man halt mit einem Benziner in der Leistungsklasse niemals schaffen. Den wird man kaum da unter 11, 12 Liter fahren. Und das ist dann am Ende vom Tag sehr ökonomisch und damit irgendwie auch ökologisch aus meiner Sicht. So, und jetzt muss man natürlich beschreiben, wie fährt sich dieses Auto in der Kurve. Durch das Sperrdifferenzial hinten und das Mittelsperrdifferenzial haben wir halt immer genug Traktion. Radselektiv greift dieses Auto auch ein und bremst, was halt richtig gut ist hier drin. Und so kann man dann halt mit der Allradlenkung und mit dem bisschen tieferen Sportfahrwerk hier richtig schön im Rheingau Kurven jagen. Das ist schon echter Genuss und das ist, obwohl das hier eigentlich ein Schiff ist, ein sehr, sehr dynamisches Fahrgefühl hält man eigentlich kaum für möglich. Und das ist dann schon phänomenal, was die Ingenieure von Audi da leisten. Aber das ist natürlich nur die eine Seite der Medaille. Die andere ist, diese Autos werden natürlich auch oft für die Autobahn benutzt, dass man da einfach relativ viel Dampf hat, wenn man mal jemand überholen will, aber halt komfortabel unterwegs sein will. Also schalte ich auf Komfort. Die Dämpfung wird wesentlich weicher, die Lenkung indirekter und ich sitze hier sehr komfortabel drin, kann dann mit meinem ganzen Sicherungssystem, dann habe einen Abstandsregeltempomat, Spurhalteassistent, toter Winkelwarner, bin dann da teilautonom unterwegs, habe sogar eine Nachtsichtkamera hier drin, kann mir dann, wenn ich die Sitze dann habe, den Rücken massieren, kühlen oder heizen lassen.
Ja, und dann sage ich, das ist halt einfach ein Riesenspagat von einem Auto, mit dem ich dynamisch unterwegs sein kann, aber gleichzeitig komfortabel auf der Autobahn mit vielen Sicherungssystemen und eben einem Infotainment-System hier drin, was nicht nur sehr modern und unglaublich vielfältig online angebunden ist, sondern eben auch sehr gut während der Fahrt bedienbar ist. Und, aber ich bin nicht besonders bekannt fürs komfortable Fahren. Ich schalte jetzt in deinen Dynamic-Modus. Wir haben auch einen Automodus, wenn man nicht immer hin und her schalten will. Gebe richtig Gas, bis 250 geht das durch und genieße einfach, dass ich hier einen verdammt guten, verdammt teuren, dynamischen und komfortablen Audi unterm Arsch habe. So, und jetzt kommen wir zum Fazit. Ja, kommen wir zum Fazit von unserem S7 Sportback. Und man sagt ja immer so, eigentlich Glück kann man nicht kaufen. Wer auch immer sich das ausgedacht hat, das ist völliger Quatsch. Aber jetzt komme ich zur Einordnung erstmal vom Auto. Optisch außen ist das betörend, das ist irgendwie maskulin, gleichzeitig elegant und das muss man erstmal hinbekommen. Es muss gar nicht immer ein SUV sein. Wir haben einen Innenraum mit einer wahnsinnigen Verarbeitungsqualität, mit einer unfassbar technischen Tiefe hier drin. Wir haben sehr viel Platz im Kofferraum. Und dann haben wir vor allem eins, einen sehr modernen Dieselmotor, der perfekt mit seinen 700 Newtonmeter maximalem Drehmoment, dem guten Beschleunigungswert und dem richtig guten Verbrauch zu dem Auto passt. Ihr werdet jetzt vielleicht sagen, nein, ich will keinen Diesel, dafür gibt es keinen Grund. Wirklich Leute, das ist die Zukunft. Ich habe euch erklärt, warum. Für alle anderen, die sagen, ich will einen Benziner, die müssen zum Importeur. Da gibt es den 2,9 Liter V6 Benziner, den gibt es in USA, Asien und im Mittleren Osten dann. Der hat auch den elektrisch angetriebenen Verdichter, der hat auch das 48 Volt Bordnetz mit der Mild-Hybridisierung. Aber das hier, das ist wirklich ökonomischer. Ich höre schon auf, Werbung für den Motor zu machen. Ich will euch nur sagen, ich stehe drauf. Ganz nebenbei fährt dieses Auto komfortabel und sportlich zugleich. Das ist dann halt schon echt, ja, eine Wucht und wahrscheinlich wünsche ich mir deshalb im Lotto zu gewinnen. Ansonsten habe ich schon ganz vieles, was mich glücklich macht, aber dieses Auto ist halt einfach schon richtig schön, muss ich euch sagen. Im Lotto gewinnen ist ein Stichwort. Euch interessiert natürlich, was dieses Auto, das dann im Sommer 2019 auf den Markt kommt, kostet. Es geht bei 82.750 Euro los und sprengt mein Gehaltsgefüge, zumindest um es zu kaufen, völlig. Und wenn man dann sieht, hier Keramikbremsen, die Sicherheitssysteme und unfassbar viel Ausstattung, das man noch dazu buchen kann, da kommt man wahrscheinlich irgendwo zwischen 90 und 100.000 Euro. Zu viel für mich. Aber ich hoffe, dieses Review war ein bisschen informativ für euch. Man wird ja mal noch träumen dürfen, oder? Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Abonniert unseren Kanal hier auf YouTube. Ansonsten findet ihr uns auf Instagram, Facebook. Abonniert alles, Likes. Ja, und dann werde ich vielleicht irgendwann mir auch mal so ein Schiff leisten können. Dankeschön fürs Zusehen. Stellt mir gerne eure Fragen und bis bald, Freunde.